Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Legacy of the Duelist. Gestern gab es keine Folge, heute gibt es wieder eine Folge. ihr müsst wissen, ich habe gestern, konnte ich leider nicht aufnehmen, denn ich habe meine Festplatte jetzt endlich eingebaut. Und es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es eingebaut, weil ich muss die SSD umbauen. Und ja. Jetzt habe ich eine größere Festplatte und... wir fangen einfach mal an mit meinem Namen laut The Playmaker. Oh, und wir gehen gleich rein. Ins Geschehen. In dieser Lektion erkläre ich, wie man ein Linkmonster als Beschwörung beschwört. Ein Linkmonster ist eine besondere Art. Ein Linkmonster aus dem Extra-Deck. Linkbeschwörung, ja moin. Werfen wir einen Blick auf eine Linkmonster-Karte. Linkmonster haben dunkelblaue Rahmen mit roten Pfeilen. Jedes Linkmonster hat eine Linkzahl. Die sieht die Anzahl der Linkmaterialien an, die vom Spielfeld auf den Friedhof legen muss, um das Linkmonster als Linkbeschwörung zu beschwören. Linkmonster haben keinen Defense-Wert. Sie können nicht gesetzt werden und nicht in Verteidigung befinden. Sie werden auch nicht von Effekten beeinflusst, die die Verteidigung verändern oder Monster in Verteidigungsposition wechseln. Sie können als Linkbeschwörung in der zentrale Extra-Monster-Zone beschworen werden. Du kannst auch Linkmonster und offene Pendelmonster aus dem Extra-Deck in jeder Main-Monster-Zone beschwören, auf die ein Link-Monster zeigt. Oh, das ist gut. Falls ein Link-Pfeil auf eine Main-Monster-Zone deines Gegners zeigt, kann dein Gegner dort ein Link-Monster beschwören. Versuchen wir es mit einer Link-Beschwörung. Oh, Turbo-Booster. Kartenkavallerist. Link-Infra-Flieger. Okay. Okay. Ritter von Hanoi. Ein Hackwurm. Ich hole mir meinen Hack. Das bedeutet, ich hole die Hälfte des Geldes, das du machst. Autsch. Knackdrache kann dem Gegner jedes Mal, wenn er ein Monster mit einer Stufe beschützt, Schaden zufüge. Fügen gut, dass Linkmonster keine Stufe haben. Lass uns Top the Gear spielen. Okay. Link-Spiele. Wir können Link schlechter als Spezialbeschwörung beschwören. Macht dann safe 500 Schaden, oder? Weil bist auch blühende Blumenzwiebel auch gleich als. Ah. Okay. Satzkörper wurde auf den Friedhof gelegt. Das ist auch diese Monster Spezialbeschwörung beschwören, okay. Das ist 2100. Wähle Proton, okay. Okay, jetzt da wir über ein Spielfeld voller Monster verfügen, ist es an der Zeit, dass du deine erste Linkbeschwörung versuchst. Auf jedem Link-Monster steht, welche Monster als Link-Material dafür benutzt werden können. Link-Spinne benötigt ein normales Monster und Defra-Drache ein normales Monster. Können zusätzliche Fähigkeiten haben. Kann auch andere Monster, normale Monster beschwören, okay. Eine Galaxieschlange. Ich kann für Linkmonster häufig nur für Monsterzonen gelten, auf der Linkpfeil zeigen. Okay. Dekodiersprecher.
Okay, der ist dann anscheinend sein. Okay, der Kriechschlange ist ein Empfängermonster. Oh, Schrotterz-Unterwäldler. Ja, gut. Aber wieso Schrottarzt und der Wettler weg, wenn ich da auch einfach die anderen zwei weglinken können? Nun Link, Infoflieger und ein Turbo Booster Spezialbeschwörung auf das Spielfeld beschwören, okay. Können wir jetzt Linkmaterial entsprechend ihrer Linkzahl verwendet werden? Mit der Linkzahl 2 in der Vorderzeit, Cyburst und das Linkmaterial. Wir können Proxy 3 als sein Linkmaterial und ein Link-Infra-Flieger, okay. Ich verstehe hier gerade nur Bahnhof, aber ich glaube, das ist normal, oder? Nochmal machen. Zuerst beschwören wir Spezialbeschwörung Proxy Drache. Lass uns nur Proxy Drache und Turbo Booster benutzen, um Gaia Säbel der Blitzschatten als Linkbeschwörung zu beschwören, okay? Okay, mit allem, was du bisher gelernt hast, wäre es ein guter Zeitpunkt, um in die Offensive zu gehen. Dann greife das Monster an. Okay. Du hast es geschafft. Machen wir ihn fertig. Ah. Okay. Das Dröhnen des Pinfall-Zählens. Ja, okay. Da kommt so gar nichts. Da wird die Geschichte nicht mal erzählt. The Goal. Und Playmaker. Ihr könnt auch Al Gore heißen. Ich weiß gar nicht, was ich für Samtnis benutzen soll. Schaden durch einen Kampf füge dem der Hand ein zu befehlen. Okay. Du kannst einfach was von sich mit 2 oder 3 Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Oh. Okay. Proton. Spezialbeschwörung. Wie ist denn das? Die Kaffee ist Monster, auf das sie zeigt. Ah, okay. Du kannst, okay. Sehr gut.
Oh, der Boxer. Den will ich nicht da haben. Drei Schlägebarriere. Battleface. Oh. Oh. Ah, Draconitz. Draconitz ist praktisch. Ah nein, wobei ich hätte es ein Linkplay machen können. Ah, damn it. Damn it, ich hätte es ein krasses Linkplay machen können. Ich kann es einmal das Tribut anbieten und dann ein Cyber-Monster am Friedhof wählen. Okay. Link Infraflieger. Ist schon mal gut. Mache ich denselben Zug wie vorhin nochmal. Das sind die krassen Plays, die ich mache. Ich komme da jetzt einfach nochmal. Und nächste Runde hole ich dann mit Ruf der Gejagten, hole ich dann den anderen zurück. Noch mal die Animation. Und er geht in Def. Ja moin. So wie man es erwartet. Und Link schlechter. Ah. Diese Karte ist jetzt aber okay. Also dieser typische Ehrenumhang, okay. Also dieser typische Ding-Effekt gewesen. Das ist dieser typische Cyberdrachen-Effekt, meine ich. Man. Du kannst Monster. Du kannst diese Spiel zu keinen Gehst mal, wenn er was passiert, das ist Spiel zu Kampfschaden. Nein, ich will es nicht. Oh, jetzt kommt der Link. Oh, ich hoffe, das specialt sich noch was raus. Damit. Muss ich irgendwas Gutes ziehen? Nein! Ah, scheiße. Kann ich nur aufgeben. Der Auserwählte.
Ein Spielfeldzauber auf jeden Fall. Ja, ich lasse das erstmal. Ach, shit. Hätte ich vielleicht doch warten sollen. Draconet. Oh, der 2600 jetzt. Ah, okay. Ah, stimmt, das ist ja der Zauber, den ich gelegt habe. Der Feldzauber, ja moin. Bin halt auch mega retarded. Und opfert den für den. Ein Bärenumarmung. Der zerstört mir den jetzt safe. Nö, halbiert nur die ATK, ja moin. Und ich habe halt natürlich wieder nichts, was ich machen kann. Im Gegner sind direkt mich alle Monster, das gibt es in Angriffsposition ins Deck. Naja. Komm, eins mache ich noch so. Wenn nicht, dann muss ich ja wieder ein. Dann muss ich wieder. Dann spiele ich wieder den Artikel antreten. Komm, ich geh second. So, jetzt mache ich wieder das normale Link-Play. Setze ich jetzt auch noch schnell. Ich glaube, das ist so ein Problem, das haben die, das alle von den Karten haben so hässliche Effekte. Wieso kann ich die ertränkte Spiegelkraft nicht? Einen direkten Angriff. Ach, komm schon. Come on. Bergungsagentfahrer. Ja komm, da warte ich jetzt, bis der für mich direkt eingreift und dann. Weil der spielt safe noch was.
Spiegelkraft. Die andere. Auf diesem Spiel gehört kein Spielekampf. Nein. Den setze ich mal so. Battleface. Nein, ich will das nicht aktivieren. Angriff. Da werde ich mega müde. Müde, schmüde, wie der Papa immer sagt. Na gut, er lässt sich nur eine Karte ziehen. Das ist ja egal. Er ist jetzt eh in der Runde vorbei. Jetzt ist es vorbei. Er kann sagen, was er will, aber es ist vorbei. Na gut, dann würde ich aber sagen, mache ich hier schon einen Break und dann sehen wir uns einfach nachher wieder.